Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Mundaun. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben die letzte Folge uns sehr, sehr gut erschrocken. Ich zumindest, weiß ja nicht, wie es euch ging. Ach du Scheiße, da ist er schon wieder. Wenn man vom Teufel spricht, aber er läuft weg von uns. Und haben jetzt einen Hinweis bekommen, wie wir diese Scheiben zu stellen haben. Und genau das werden wir tun. Die erste ist gestellt, die zweite muss irgendwo hier auf der Höhe sein. Bei der dritten müssen wir nochmal schauen. Ich bin ja echt froh, dass das nur einer ist von denen, der hier rumrennt. Generell war das Gebiet hier sehr, sehr freundlich, was Gegner angeht. So, hier war genau die Hütte mit dem Pakt. Lauf bloß weg. Und hier hat man die zweite Scheibe, alles klar. Dann lass uns nochmal ins Tagebuch schauen. Wo haben wir es denn? Hier. Erste hat man so. Zweite muss so aussehen. So ist nicht richtig, ne? Nicht richtig. So ist richtig, glaube ich. Würde ich jetzt schon sagen, ne? Halt jetzt nicht hundertprozentig so, aber ich glaube, das ist korrekt. Ja, und jetzt müssen wir bloß noch die dritte Scheibe finden. Die wird natürlich irgendwo weiter oben sein. Und dann können wir endlich zum Gipfel. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich da überhaupt hin möchte, aber ich glaube, wir haben keine Wahl. So, wo ist denn das Trampeltier? Da hinten ist das Trampeltier. Ui, der Nebel ist weg. Dann machen wir uns doch direkt mal hier runter. Ja, ist doch gut. Da haben wir, glaube ich, bloß einen Aussichtspunkt, aber eventuell finden wir auch die dritte Scheibe hier. Letzte Mal konnten wir leider nicht hier lang, weil der Nebel zu dicht war. Aber den Aussichtspunkt holen wir uns natürlich noch und dann schauen wir nach der dritten Scheibe. Und sogar noch ein bisschen Munition gefunden, sehr cool. Einmal hingesetzt. Und damit haben wir es vollständig. Aber die Dinger stehen wirklich nicht drauf, diese Scheiben. Naja, dann gehen wir mal hoch. Müsste ja jetzt hoffentlich auch das Vieh mittlerweile wieder ein Stück weit runtergelaufen sein. Dass wir unsere Ruhe haben dort. Jetzt machen natürlich die Schneemänner auch Sinn. Wenn der hier durch die Gegend watschelt. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da noch einen aufbauen. Mann, hab ich mich erschrocken letzte Folge. Es steckt mir immer noch in den Knochen. Ich nehme die jetzt gerade danach noch auf. Aber hier scheint es erstmal soweit ruhig zu sein. In der Höhle da drüben drin war ja, glaube ich, nichts, ne? Ich glaube, einen Schlüssel oder irgendwas hatten wir gefunden. Aber die Scheibe war da nicht drin, oder?
Nö. Hab halt nur die Befürchtung, dass der Typ gleich wieder um die Ecke kommt. Ich würde ganz gern erstmal hier hoch und mir einen kleinen Überblick verschaffen. Wo der sich gerade aufhält. Da hinten und er läuft noch weg, also müssten wir noch ein bisschen Zeit haben. Gut, jetzt sagt mir bitte, wo die dritte Scheibe ist. Hier drin war sie ja auch nicht. Nö. Er ist zum Glück ganz schön weit weg. Dort an dem Stein war sie auch nicht. Na, nein. Verdammt. Oh, cool, wir konnten direkt aus... Hä? Können einfach zwischendurch aussteigen, das habe ich nicht gewusst, Entschuldigung. Na, war die vielleicht direkt hier in der Brücke? Eventuell haben wir ja da Glück. Hier war, glaube ich, nur das Tor, ne? Ja, also eine müssen wir übersehen haben. Doch nicht ganz oben. Und das haben wir alles abgesucht. Wir waren da drin, da oben war auch nichts. Da konnten wir ja bloß schauen, in dem Haus waren wir. Wo ist die dritte Scheibe? Hier sind wir lang gelaufen. Ist halt komisch, die zweite war hier. Aber vielleicht war das doch die letzte. Wir müssen noch mal ein Stück weiter zurück. Die Scheiben waren ja, glaube ich, mit dem Stromkabel verbunden, ne? Wenn wir eventuell dem Stromkabel folgen. Weil hier, das ist ja abgerissen. Dann müssten wir ja eigentlich da hinkommen. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass wir es ja darüber finden. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass wir schon zwei Wasserstellen in letzter Zeit gesehen haben, aber kein Kaffee. Ich habe echt Angst, dass ich das ein bisschen übersehen habe. So, das Kabel hier ist es. Hier geht's runter. Es geht hier ins Häuschen. Bitte keine gruselige Musik. Und hier haben wir sie doch. Ah. Mal einen Kopfschuss treffen. Wir haben die zum Glück nicht geweckt. Er ist tot. Sieht danach aus. Ich glaube, hier waren wir generell noch nicht drin. Aber so viel zu sehen gibt es ja auch nicht. Ich möchte nicht schon wieder hier eine Treppe hochlaufen. Das Vieh ist bestimmt gleich wieder da. Nee, zum Glück nicht. So, jetzt ist halt die Frage, jetzt haben wir das oben natürlich falsch gestellt, weil das hier erst die 2 ist. Dann da oben auch schon eine 3 drunter? Wenn ja, tut's mir leid, habe ich übersehen. Also müssen wir das... Ah, drum sah das auch nicht so aus, wie es aussehen sollte. Das hat doch... So sah das doch aus, genau. Gucken nochmal, vorsichtshalber. Aber es hat halt diesen Knick nach innen gemacht. Ja. Gut, dann wieder hoch, die dritte Scheibe umstellen und dann müssten wir es ja geschafft haben. Für den Kopftreffer hätte es aber ruhig mal eine Belohnung geben können. So wie der Typ immer zittert. Und das letzte Bild. Das glaube ich schon richtig.
Ach, hier steht eine 1 dran. Ach, komplett verkehrt rum. Super, müssen wir... Ah, ja gut, die 2 kann wenigstens so bleiben. So ist die 1, das ist die 2 und die 3 muss dann so aussehen. Mist, ich habe nicht auf die Zahlen geachtet. Naja gut, dann können wir jetzt die Seilbahn nehmen, die aus der Hütte hier unten rausging. Ja, beruhig dich. Ist nur Schnee. Die sollte uns ja jetzt hoffentlich runterführen. Oh oh, da ist noch einer. Können nicht schießen aus dem Ding hier raus. Ah nein, die führt uns ganz runter, naja gut. Hallo. Ist ihm egal. Ah, jetzt doch nicht mehr. Oh, sag mal. Wir haben hier noch ein Stück bekommen. Kaffee, hey, man, ich muss immer erst meckern. Ich würde jetzt gerne erstmal mich um ihn hier kümmern. Nee. Nicht die Pfeife, ist doch kein Imker. Sehe ich nicht mehr. Au, au. Hä? Wo denn nur? Shit. Kommen wir hier in das Haus wieder rein, wenn ich hier runterspringe? Ich hoffe doch. Nein. Gut, er steht auch nicht wieder auf. Passt alles. Ah, wir können mal eine kleine Zwischenspeicherung einlegen. Ach doch, hier waren wir doch schon drin, ne? Nicht gesehen, dass es noch eine obere Etage gibt, aber ich glaube, da kommst du auch nur mit der Gondel rein und das habe ich mir gerade wieder ein bisschen versaut. Dadurch, dass wir rausgesprungen sind. Oder kommen wir, nein, wir kommen auch hier hinten hoch, okay. Aber wir hätten wahrscheinlich das Tor aufmachen müssen. Natürlich. Naja gut, aber wir haben das Puzzleteil da bekommen, diese Skizze. Dann kochen wir uns mal was. Mach erstmal das Ding auf. Dann kommt hier ein Stück Holz rein. Hä? Warum geht das nicht? Geht doch. Jetzt wieder voll mit Wasser? Oder ist noch voll mit Wasser? Jupp. Da hast du vollkommen recht. So, es ist fertig. Darf ich es nehmen? Mach doch die Tür zu. Du sollst bitte den Kaffee nehmen. So. Und direkt erstmal reingetrunken. Und dann sieht es mit der Angst auch schon ganz gut aus. Denk mal, so 2 Tassen, 2 bis 3 Tassen passen noch rein, aber ansonsten. Auf jeden Fall ganz in Ordnung. Hatten wir diese Skizze. Was war denn das eigentlich? Nee, haben wir nicht einstecken. War mir nicht sicher, ob der das jetzt schon vervollständigt hat automatisch oder ob ich es noch hätte auswählen müssen. Gut, dann hat man, glaube ich, hier die erste Scheibe drin. Und dann müssten wir es ja geschafft haben.
So. Die sah wie aus? Die steht richtig. Ah nein, das ist ja die 3. Ich bin schon wieder verballert. Es tut mir leid. Jetzt. Ja, das sieht gut aus. Das heißt, einmal mit der Seilbahn hoch und das Tor müsste geöffnet sein. Und dann müssten wir es auch geschafft haben mit dem Gebiet hier. Gucken, ob wir wieder die schwarze Gondel erwischen. Aber es sieht nicht so aus. Die müssten wir kriegen dort. Unser Muffel hier mit Allrad einfach durchgebrettert. Und auf geht's zum Berg oder zum Gipfel. Auf dem Berg sind wir ja schon. War relativ einfach das Gebiet, muss ich sagen. Also bin ich nicht traurig drüber. Zumindest was die Gegner angeht. Das eine Vieh, was da ab und zu mal eine Lawine auslöst, okay. Aber das ist ja so riesen Runden gelaufen, dass man ja ewig Zeit hatte, um sich umzuschauen. Und halt die Soldaten. War halt schön, endlich mal irgendwas, was man im Fernkampf erledigen kann. Oder sich nicht vorher direkt 8-mal in die Hose scheißt. Habt das gehört? Ihr seid Luschen. Ja, ihr alle zusammen dort. Das ist nur ein Stein? Ja. Naja, sehr schön. Alle 3 Scheiben finito. Ich hoffe mal, dass es auch so passt. Aber sehr viel verkehrt machen hätte man eigentlich nicht können. Dann können wir jetzt zur Brücke und kommen dann höchstwahrscheinlich auf den Gipfel bzw. in die Höhle des Löwen. Nein, des alten Mannes natürlich. Bin mir nicht sicher, ob wir am besten hier aussteigen. Ach, jetzt ist das Vieh dort. Scheiße. Können wir hier raus? Steigen trotzdem mal aus. Lassen den erstmal kurz hochwatscheln. Laufen dann hier hoch. Ich glaube, das ist besser, als wenn wir jetzt hochgefahren wären. Ach komm. Und dann können wir hier entspannt hier links hoch und sehen den hoffentlich nie wieder. Ja, ich glaube, der ist weg. Auf der Brücke kann ja zumindest auch eigentlich keine Lawine kommen. Da hinten läuft er. Sag nochmal Tschüssi. War schön mit dir. Und dann müssten wir ja das Tor jetzt aufkriegen. Ich bin mal gespannt. Und ob das so klappt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.